Moin Wikinger, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir mal keinen Guide, wie wir irgendwelche Rätsel lösen oder besondere Gegenstände finden, sondern heute möchte ich einmal über das Thema Valhalla reden. Habt ihr euch schon mal gefragt, was eigentlich Valhalla bedeutet? Ganz grob erklärt heißt das Valhalla, das Ziel aller tapferen Krieger. Valhall, auch im Volksmund Valhalla genannt, bezeichnet in der nordischen Mythologie das Ziel aller gefallenen Krieger, die sich als tapfer erwiesen hatten und in der Schlacht ihr Leben gelassen hatten. Vom Göttervater Odin selbst auserwählt, fanden die mutigen Männer ihre letzte Ruhestätten in einer Halle in seinem in Asgard errichteten Schloss. Valhall selbst galt nach germanischem Glauben als eine Art Kriegerparadies. Die Helden, die dort Einlass fanden, waren von Odin Hand verlesen. Im Regelfall gelangten nur ausgezeichnete und überaus tapfere Kämpfer und Krieger dorthin, die in der nordischen Mythologie unter dem Namen Einherer bekannt sind. Dieses geschah jedoch nicht nur zur Ehrung der ruhmreichen Helden, sondern auch im Hinblick auf die letzte Schlacht, Ragnarok. Aufgabe der Einherer sollte es sein, dem Göttervater und seinem Gefolge im endzeitlichen Kampf gegen die gewaltigen Riesen beizustehen. Kommen wir nun zu der Frage: Wer begleitet uns auf den Weg nach Valhall? Es sind die Walküren, die auch als Botinnen Odins bezeichnet werden. Das letzte Geleit wurde den Einherern von den Walküren gegeben. Odins Schlacht- und Schildjungfern, die Kriegerjungfrauen, die auf dem Schlachtfeld zu finsteren Todesgeistern wurden, die Helden in den Tod lockten, hatten die Aufgabe, die Gefallenen auszuwählen, denen der Einlass in Valhall gewährt werden sollte. Sie fanden die Einherer, indem sie übers Schlachtfeld ritten und die tapfersten unter der im Kampf getöteten Helden auswählten. Diejenigen gefallen, auf welche die Wahl der Walküren gefallen war, wurde im Anschluss von dem geisterhaften Jungfrau nach Valhall geleitet. Was bedeutet das für uns? Wenn wir Walküren auf dem Schlachtfeld sehen, dann sollten wir uns sicher sein, wir sind auf dem richtigen Weg nach Valhall. Jetzt wissen wir, wer das Recht bekommt, in Valhall Einlass zu bekommen und wer unsere Begleiter auf den Weg dorthin sein werden. Valhall, auch die Halle der toten Krieger genannt, die prächtige Halle, die den Einherern zur letzten Ruhestätte wurde, befand sich in Odins Burg in Asgard, der Burg Dlatzheim. Diese galt als die größte in Asgard errichtete Burg und diente dem Göttervater selbst als Wohnsitz. Den Vorstellungen des germanischen Götterglaubens entsprechend handelt es sich Valhall um eine überaus prunkvoll gestaltete Halle, deren Dach aus auf Speeren ruhenden Schilden bestand. Besonderes Augenmerk wurde vor allem auf die über 500 Tore gelegt, die aus der Halle führten. Jedes einzelne Tor von ihnen war so breit, dass 800 Einherer in einer Reihe hindurchschreiten konnten. Valhall war bewusst so konzipiert, damit die auserwählten Krieger bereits beim ersten Anzeichen der Götterdämmerung ausrücken könnten, um an der Seite Odins und im Kampf für ihn und sein Gefolge ein zweites und ein letztes Mal zu fallen. Zuweilen wurden die Einherer, die von den Walküren nach Valhall geleitet worden waren, dort auch von Odins Söhnen Ermut oder Bragi empfangen und vor den Thron des Göttervaters geführt, der die gefallenen Helden freudig und mit offenen Armen empfing. Die prunkvolle Halle war hauptsächlich Schauplatz von Kampfspielen und üppigen Gelagen. Tagsüber maßen sich die Einherer konzentriert
und voller Kampfeslust im Zweikampf und diversen anderen Kampfspielen, um für die letzte große Schlacht an der Seite der Götter auf den Vigrid-Ebenen gewappnet und vorbereitet zu sein. Abends hingegen wurden große Feste und üppige Gelage gefeiert, bei denen die Walküren den Kriegern Valhalls Bier und Met reichten. Verspeist wurde jeden Abend aufs Neue der Eber Sarimnir, der am Folgetag wieder lebendig und erneut geschlachtet, gebraten und verzehrt wurde. Ihren Met hingegen erhielten die Einherrer von der Ziege Heidrun, die vom Leib eines Baumes frisst, der mitten in der Halle prangte. Aus ihrem Euter floss tagtäglich eine große Menge an Met, mit der alle Einwohner Valhalls verköstigt werden konnte. Ja nun, und was macht der Göttervater Odin selbst? Der Göttervater Odin selbst wohnte den Kampfesspielen seines Heeres gerne bei und beobachtete die Turniere. Von seinem Thron Hylsgjalf aus sah er gemeinsam mit seiner Gattin Frigg dem munteren Treiben zu. Der Sage nach wurde die Giebelwand von einem Hirschgeweih geziert, durch das sich die Einherrer an vergangene Jagdfreuden erinnern sollten, die sie zu ihren Lebzeiten erlebt hatten. Über dem westlichen Tor Valhalls war ein Wolf angebracht. Über diesem thronte ein Adler. Die symbolische Bedeutung wies auf die Tiere, die den Gott in die Schlacht begleiten sollten. Ich hoffe, das war für euch mal eine ganz andere Reise. Und sollten euch diese Videos gefallen und ihr wollt mehr davon, schreibt es mir doch in die Kommentare. Und lasst am besten noch ein Like da. Vielen Dank!